Guten Morgen! Wir reden ja häufig davon, dass sehr viele Krankheiten inklusive des Krebses zu einem hohen Anteil von außen, also exogen, verursacht sind. Und da macht es eigentlich auch mal Sinn, diese Krankheitsursachen, die von außen auf uns einprasseln, mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Also es geht heute nicht um genetisch bedingte oder andersweitig von innen heraus entstandene Erkrankungen, sondern wirklich von Erkrankungen, die vermeidbar sind, weil man sich gewissen exogenen Faktoren nicht stellen muss. Gerade beim Krebs sind 90-95% der Auslöser im exogenen Bereich zu finden. Welche das genau sind und die wissenschaftliche Grundlage dieser Aussage, das findet ihr in dem Video, was ich euch oben in die Infokarten gepackt habe. Aber kommen wir zu den meiner Meinung nach 5 größten exogenen, also von außen auf uns wirkenden Krankheitsursachen. Das erste, was wir betrachten sollten, sind soziale Krankheitsursachen. Das sind Krankheitsursachen, die auf eine soziale Ungleichverteilung des allgemeinen Wohlstands herrühren. Das bedeutet, dass die Allokation der Ressourcen einer Gesellschaft, also die Arbeit und der dadurch erwirtschaftete Reallohn, nicht gleichmäßig auf alle Menschen verteilt werden. Dadurch entstehen Ungleichbehandlungen bei der Krankheitsvorsorge, indem sich nicht jeder hochwertige Nahrung leisten kann, bei Verletzungen und Krankheiten, die Versorgung unterschiedlich ist, also wenn es dann dazu gekommen ist. Das heißt, dass in Krankenhäusern zum Beispiel Einzelräume, die statistisch eine bessere Genesung versprechen, an den einen Typus verteilt werden und an den anderen halt eben mehr Bettzimmer, was dann sozusagen dann nicht so eine hohe Genesungsrate hat. Das Problem dabei ist, dass wenn das gesamte gesundheitliche Potenzial, wie ich es mal nennen werde, gleich verteilt werden würde, also das Geld gleich in die Menschen reingesteckt würde, der Gesamtnutzen, also die Gesamtgesundheit, höher wäre, weil die Kosten ab einem gewissen Wohlstandsniveau exorbitant höher sind, um einen gleichen Anteil an zusätzlicher Gesundheit zu erhalten, als in einem niedrigen Wohlstandsniveau. Was können wir dafür tun? Individuell bedeutet es einfach, mehr Geld zu verdienen. Ist einfach so. Das ist das, was ihr tun könnt. Systematisch bedeutet es, Parteien zu wählen, die für eine Umverteilung des Geldes und einer Verringerung der Schere zwischen Arm und Reich stehen. Zweiter exogener Einflussfaktor: die Technologisierung der Welt. Alleine durch Autounfälle entstehen pro Jahr in Deutschland über 3000 Tote und fast 500.000 Verletzte. Dabei nicht mit eingerechnet sind Atemwegserkrankungen, die aufgrund der Abgase der Verbrennungsmotoren diverser technischer mobiler Fahrzeuge entstehen. Auch das Ozon wird durch die Abgase katalysiert und wirkt negativ auf unsere Gesundheit. Aber auch in den Räumen, fernab der Abgase der Fahrzeuge auf den Straßen, fördert die Technologisierung Krankheiten. Denn auch in Räumen wird durch Materialien, die Schadstoffe freisetzen, wie beispielsweise Formaldehyd, die aufgrund gewisser positiver Eigenschaften im Rahmen der Technologisierung vermehrt eingesetzt werden, eine Belastung unseres Organismus. Und das gilt für viele Stoffe auch noch. Und der dritte Punkt innerhalb der Technologisierungsfaktoren, das ist der Lärm. Ich denke ja zum Beispiel an den ganzen Straßenbau, ne? Generell das Baugewerbe, Flughäfen, allgemein der Lärm, der von Maschinen ausgeht. Und dieser hat definitiv nicht nur auf die Schwerhörigkeit einen Einfluss, sondern auch auf unser Stresslevel zum Beispiel. Was kann man gegen den zweiten genannten exogenen Punkt tun, also die Technologisierung? Ja, sich so weit wie möglich davon entfernen. Sich genau über Inhaltsstoffe der Wohnungseinrichtungen zu informieren, Lärm zu meiden, Städte zu meiden. Für einige überempfindliche Menschen kann es sogar so weit gehen, Handys und WLAN-Empfänger zu meiden, da diese ja Strahlung aussenden, die durchaus negativ auf den Körper wirken, wenn man sozusagen da sehr empfindlich dafür ist. Dritter exogener Krankheitserreger sind natürlich die Nahrungsmittel. Das, was uns eigentlich gesund und vital machen soll oder uns am Leben erhalten soll, ist sehr häufig genau das, was uns krank macht. 2/3 aller Krebsfälle sind auf die Nahrung zurückzuführen. Dazu zählt aber vor allem auch der Tabakkonsum und auch der Alkoholkonsum und natürlich auch der Fleischkonsum, die für den Großteil der Krebserkrankungen verantwortlich sind. Die wissenschaftlichen Quellen dafür sind im anderen Video, was ich oben verlinkt habe, zu finden. Es ist für mich immer so unglaublich befremdlich, wie Menschen sich eine Flasche Bier an den Mund setzen, dabei lachen und sie das Gefühl haben, dass sie sich was Gutes tun.
Das ist so bizarr und abstoßend zugleich, dass ich da immer wieder darauf aufmerksam gemacht werde, wie dumm die Menschen eigentlich sind und wie leicht sie sich manipulieren lassen durch die Werbung. Aber nicht nur die großen drei, also Tabak, Alkohol und Fleisch, sind problematisch, sondern eben auch Dinge wie ein überhöhter Fettkonsum, der Krebs katalysiert. Siehe das Video dazu in den Infokarten, was ich gemacht habe. Generell, ein konstantes Überfressen der westlichen Gesellschaft stellt ein Grundproblem dar. Die starke Verarbeitung von Produkten und das Hinzufügen von chemischen Aromen, Konservierungsstoffen, Farbstoffen und anderen Lebensmittelzusätzen, die es gibt. Auch die Gewohnheit, kaum noch Lebensmittel in seiner Ursprungsform als Rohkost zu sich zu nehmen, da man das Essen durch das Marketing eben nicht mehr als Nahrung wahrnimmt, sondern als Genuss oder als Kompensation oder als Belohnung, das ist auch so ein Punkt. Was kann man dagegen tun? Ja, seine Konditionierung aufdecken, sich informieren, kompletter Verzicht auf Alkohol, Tabak und tierische Produkte, eine natürliche, pflanzliche, unverarbeitete, auf vielen Kohlenhydraten basierte Ernährung und der komplette Verzicht auf industriell hergestellte Fette. Konstante Blutuntersuchungen gehören auch dazu, um sicherzustellen, dass die zugrunde liegenden Informationen, die man sich erarbeitet hat, auch korrekt sind und man nicht nur irgendeinen fanatischen Gesundheitsguru hinterherrennt, sondern wirklich das Optimum für sich herausfindet. Und das kann man auch nur machen, indem man wirklich sein Blut konstant untersuchen lässt. Vierter exogener Krankheitserreger sind die Mikroorganismen, also Bakterien, Viren, Prion und so weiter. Problematisch bei den Bakterien ist die fortschreitende Antibiotikaresistenz durch Kleinstmengen von zugeführten Antibiotika in tierischer Nahrung oder eben auch in Bonbons. Siehe dazu mein entsprechendes Video oben in den Infokarten. Weiterhin spielt auch hier wieder die Ungleichverteilung des Geldes eine Rolle, dass in vielen Ländern preiswerte Anti-Infektika gar nicht finanzierbar sind und sie damit eine Brutstätte von Viren darstellen. Und was können wir gegen dieses Sammelsurium an Mikroorganismen tun? Das ist nicht so einfach, da jede von einem anderen Wirt oder einem anderen Trägermedium übertragen wird. Aber ein paar Dinge kann man da auch machen. Das Weglassen des Händeschüttelns zum Beispiel oder zumindest danach direkt desinfizieren. Vermeiden, mit kranken Menschen in einem Raum zu sein. Wenn das arbeitstechnisch nicht möglich ist, Impfungen. Ja, manche Impfungen sind sinnvoll. Genau wie der Einsatz von Antibiotika sinnvoll sein kann. Ne? Intensiven Kontakt zu wilden Tieren vermeiden, gerade wenn man selber städtisch und nicht in der Natur aufgewachsen ist. Dann kann nämlich der Körper sehr empfindlich auf einige Mikroorganismen reagieren. Aber auch systemisch kann man wieder was machen, indem man auf eine vegane, nachhaltige Ernährung setzt, ein finanzielles Gleichgewicht innerhalb der Kulturen und der Länder anstrebt und auch hier wieder dieses aktiv in der Politik fördert und sich entweder direkt engagiert oder Parteien unterstützt, die diese Ziele am ehesten erfüllen. Ne? Also ich kenne persönlich keine Partei, wo ich zu 100% sagen würde, das ist meine Partei. Aber Politik ist Konsensbildung. Gesellschaft ist Konsensbildung. Fünfter und letzter Faktor, den ich heute erwähnen möchte, Medikamente. Ja, Medikamente. Dinge, die uns eigentlich gesund machen sollen, sind Krankheitsfaktoren und das sind zum Beispiel falsch eingesetzte Antibiotika an erster Stelle zu nennen. Viele Ärzte verschreiben bei einer Bronchitis zum Beispiel, die zu 90% viral bedingt ist, Antibiotika und damit fördern sie die Antibiotikaresistenz und beeinträchtigen damit die Gesundheit, vor allem natürlich im Alter. Impfungen. Ja, es gibt Impfungen in der Vergangenheit, die sich einfach nur als Risiko herausgestellt haben und deren Schaden weit höher ist als deren Nutzen. Impfungen wären ein eigenes Video wert, weil einerseits positiv, einerseits negativ. Ne? Schmerzmittel. Viele Schmerzmittel führen zu Magengeschwüren. Blutfettreduzierende Medikamente greifen Muskelgewebe an. Man gibt an, dass jede 11. Krankenhauseinweisung auf Grundlage einer Nebenwirkung eines Medikaments herrührt. Auch die falsche Dosierung aufgrund von Zeitstress des Arztes auf das Körpergewicht und die Nierenfunktion des Patienten spielt eine nicht unerhebliche Rolle. Was können wir dagegen tun? Naja, Medikamente brauchen wir ja erst dann, wenn wir bereits krank sind. Und wenn wir alles dafür tun, dass dies nicht so ist, also in erster Linie, dass wir sozusagen die Grundlagen einer perfekten Gesundheit anstreben, dann vermeiden wir diese Medikamente. Wie man eine perfekte Gesundheit anstrebt, habe ich euch ja in einem Video erklärt, oben in den Infokarten zu finden. Aus meiner Sicht wohlgemerkt. Ne? Also das soll es für heute
als heutige Inspiration mal gewesen sein. 5 Dinge, die auf unsere Gesundheit permanent negativ von außen, also exogen, einwirken, denen man sich aber, je nachdem wie wichtig einem die eigene Gesundheit ist, partiell bis komplett entziehen kann. Oftmals ist das einhergehend mit dem Verlust der Bequemlichkeit und liebgewonnenen Gewohnheiten, wenn ich da vor allem an die Technik denke oder bei vielen auch das Rauchen und das Trinken. Aber das ist eine individuelle Entscheidung. Nur Fakt ist, wenn man krank wird, ist man in allererster Linie selber dran schuld, weil die meisten Faktoren konsequent vermieden werden können, aber die Menschen erst krank werden müssen, um ihre Konditionierung in Frage zu stellen. Aber meistens ist es dann dafür wirklich zu spät. Bestes Beispiel ist die Rohkost. Ich kenne ganz wenige Rohköstler, die wirklich einfach so präventiv umgestellt haben. So wie ich. Die meisten sind zur Rohkost durch eine Krankheit gekommen. Das ist typisch Mensch. Der Mensch schafft es einfach oft nicht, sich von tierischen Produkten, Alkohol oder seinen Arbeitsplatz zu trennen, weil er einfach begrenzt und bequem ist. Und das Perfide daran ist, dass gerade diese Menschen, die besonders betroffen sind von ungesunden Faktoren, dann besonders vehement und in ihren Augen intelligent argumentieren wollen und sich ihre eigene Begrenztheit nicht einmal eingestehen können. Und das ist die Arroganz, und der wirklich die Menschheit leidet und die im Gegensatz zur Liebe wirklich nur Schlechtes hervorbringt. Aber viele dieser Menschen sind unbelehrbar, und ich habe für mich festgestellt, dass ich diese Menschen einfach weiter ihr Bier, ihre Bratwurst essen oder ihren unharmonischen Lebensstil frönen lasse. Sie leben ein Leben, was eben nicht gesundheitsmaximiert ist, sondern es ist halt leidensmaximiert. Und auch wenn sie durch das Marketing dieses Leid als Genuss definieren, das ist ja das Perfide daran. Aber es gibt kurz vor dem Tod ein kleines Fenster, wo auch diese Menschen die Wahrheit erkennen werden und auch wie unecht ihr Leben an ihnen vorbeigezogen ist. Aber auch das ist kein Grund zur Trauer, da auch die Energie dieser Menschen wieder in das universelle Leben einfließt und damit der Harmonie des Ganzen Rechnung trägt. Ich wünsche Euch noch einen schönen Tag. Euer Christian. Tschüss.